Es war uns wichtig, gerade jetzt in dem ersten Stadtteilrat in 2018, uns einfach mal in der neuen Struktur vorzustellen. Es sind ja nun mittlerweile drei Programme, die hier in Nord laufen. Die zwei soziale Stadtprogramme, Wohngebiet Mügeln und Nordost und eben das ESF-Gebiet, was obendrauf gelegt wurde. Und da haben wir uns ja neu zusammengesetzt, wie wir gesagt haben, also die Struktur, die wir hatten, aufgesattelt, sodass es gut funktionieren kann. Dann sind die ESF-Geschichten, die angelaufen sind, die Projekte schon erläutert worden, wie der Ausblick ist, was dieses Jahr noch kommt, ist mit erläutert worden von der Stadt. Zum Verfügungsfonds haben wir uns ausgetauscht, was gelaufen ist, wieder angeregt, dass auch die Akteure wieder wissen, diesen Fonds gibt es, den können sie nutzen. Es ist das ganze Bauliche besprochen worden, was im letzten Jahr gelaufen ist und was für dieses Jahr geplant wird und natürlich der Austausch zu den Projekten und Terminen, die wir haben. Unsere Aufgabe war es, die Sanierung des jetzigen bestehenden Platzes an der Otto-Nuschke-Straße, also des bestehenden Spielplatzes, in Angriff zu nehmen. Und der sollte nicht nur saniert werden, sondern es gab auch die Idee, den Platz zu erweitern. So haben wir mit der Planung eigentlich schon vor 2 Jahren begonnen. Erstmal eine Ideenfindung. Was ist in Heidenau eigentlich wichtig? Was ist das Herz dort, dieses Stadtteil so im Rahmen der Stadterneuerung? Und da wurden uns dann zusammen mit der Frau Lesky in einem Workshop wirklich auch die Anrainer, also die Senioren und die Kita-Flohkiste und die Tagesmuttis, die diesen Platz intensiv nutzen, die wurden zusammengeführt und es gab einen Workshop und es wurden Ideen aufgezeichnet von den Kindern und das hat uns alles sehr, sehr geholfen. Und da sind nicht nur Ideen für die Umsetzung entstanden, sondern auch Ideen für den Namen. Und so ist dann die Mügelner Schatzkiste entstanden. Also wir begleiten das Programm Soziale Stadt jetzt seit letzten Jahr. Im Mai ist sozusagen das ausgeschrieben worden. Wir sind sozusagen der Verfahrensträger, der im Prinzip ausgewählt worden ist von der Stadt. Und es gibt monatlich über die Frau Lesky sozusagen als Stadtteilmanagerin, die das ja im Prinzip schon seit Beginn des sozialen Stadtprogramms auch innehat und jetzt auch weiterführt auch in dem neuen Gebiet, eine Steuergruppe, wo die Stadt verbunden oder mit teilnimmt, wo wir als Verfahrensträger mit teilnehmen und wo im Prinzip auch die Akteure dann auch mit eingeladen werden. Und dort werden die Maßnahmen diskutiert und auch abgestimmt, welche Maßnahmen und Dinge auch erforderlich sind. 2018 haben wir auf alle Fälle wieder in der Planung, haben wir gerade heute auch gesprochen in unserer Runde, dass wir den Minispielfeld-Cup gerne auch wieder durchführen wollten. Auf alle Fälle die Aktion Mügeln gemeinsam im Advent. Und dann muss ich halt auf die Akteure erwarten, was denn diese anliegt, wo sie die Unterstützung brauchen im Rahmen vom Verfügungsfonds.